kleiner Bär. Hier in Jakutien haben wir lange Winter. Jeder wurde müde, auf das Ende des Winters zu warten. Endlich wurde es wärmer und der Schnee begann zu schmelzen. Tiere, Vögel und Fische waren begeistert, denn der Frühling ist gekommen. Hier ist ein kleiner Bärenjunge, der erst geboren wurde. Er freute sich ebenfalls über den Frühling. Er war sehr jung und wusste noch nicht einmal, dass er ein Bär war. Seine Mutter, eine Bärin, wollte, dass er zu einem richtigen Bären heranwächst. Groß, klug und stark. Um groß zu werden, musst du essen. Ich will nicht, ich werde nicht. Eh schon wieder. Ich will nicht, ich werde nicht. Du musst so viele Dinge lernen. Ohne meine Hilfe gerätst du in Schwierigkeiten. Dir kann alles Mögliche passieren. Mit wem spreche ich? Mit dir oder einem Wurm? Komm hierher. Wo bist du? Schau, das sind Käfer. Sie sind sehr lecker, wie Bären. Fang sie einfach. Wo bist du schon wieder? Warte. Hör zu, folge mir und verirr dich nicht. Was für ein Fluch. Geh vor mir her, wenn du dich nicht benehmen kannst. Wohin willst du dieses Mal? Oh, ich werde verrückt. Was für ein Kind. Steig ab und ich rede mit dir. Danach nahm die Bärin ihren Sohn zum Fischen. Hier sind wir. Bitte geh nicht ins Wasser, das schaffst du allein nicht. Nein, habe ich gesagt. Versuch es erst gar nicht. Das Wasser wird dich wegtragen. Kannst du das nicht verstehen? Du bist nur ein Kind. Bleib hier. Ich will nicht. Ich werde nicht. Ich bin kein Kind. Ich kann sein, wer auch immer ich sein will. Alle sind groß. Ich bin sogar noch größer. Plötzlich sprang jemand aus dem Boden und rannte weg und erschien dann wieder. Wer bist du? Fragt der Bärenjunge. Ein Gopher. Ein Gopher? Was kannst du tun? Pfeifen. Pfeifen, aber warum? Siehst du, sagt der Gopher. So reden wir miteinander. Reden? Das ist großartig. Ich will auch ein Gopher sein. Ich werde gleich pfeifen. Bär! Wo ist dein Bär?
Der Bärenjunge fühlte sich beleidigt. Ich möchte kein Gopher sein. Alles, was die können, ist pfeifen. Oh, und diese hier pfeifen auch. Seid ihr auch Gophers? Oh, was ist das? Hörner. Hörner? Wer seid ihr? Ich bin ein Hirsch. Ein Hirsch? Was macht ihr hier? Ich esse. Essen? Was esst ihr? Moos. Es ist sehr lecker. Was könnt ihr noch? Rennen. Ich will auch rennen. Ich will auch ein Hirsch sein. Oh, ich möchte kein Hirsch sein. Dann entdeckte der Bärenjunge jemand anderen. Ich muss Hallo sagen, aber wie kann ich das nur? Beine unten, Beine oben. Was kann das sein? Wer seid ihr? Ich bin eine Ente, antwortete stolz eine Ente. Eine Ente? Was könnt ihr? Was? Was? Ich kann schwimmen, tauchen und schön laufen. Schön laufen? Ich will auch eine Ente sein. Und so liefen sie bis zum späten Abend. Aber dann hatte der Bärenjunge genug vom schönen Laufen und fragte, was könnt ihr noch? Ich kann fliegen. Ich bin genauso gut wie du. Ich bin eine Ente. Ich bin... Dann fragte der Bärenjunge jemanden, der erschrocken wegrannte. Wer war das? Ein Wolf. Ein Wolf? Habt ihr vor niemandem Angst? Aha. Seid ihr der Stärkste? Warum nicht? Was macht ihr? Ich esse Honig. Honig? Was ist das? Das will ich auch. Wer seid ihr? Ich bin ein Bär. Bär? Mama, Mama, Mama. Ich will kein Gopher sein. Weder ein Hirsch noch eine Ente. Wirklich? Was willst du sein? Ich will ein Bär sein. Ein Bär? Das ist gut. Immerhin bist du ein Bär, aber noch ein winziger.
Auf dem Heimweg fragte der Bärenjunge, bist du ein Bär, Mama? Natürlich, schließlich bin ich deine Mutter.